Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Der 8. Spieltag, hier seht ihr einmal meine Tipps im Überblick. Das sind meine Tipps, nicht die Ergebnisse, die in der Prognose rauskommen. Dass es Leute gibt, die das immer noch glauben, da fällt mir nichts mehr zu ein. Naja, vielen Dank fürs Reinschalten, freut mich auf jeden Fall. Wir haben eine Fünferkonferenz und ja, fünf verschiedene Kommentatoren. Ich hoffe, es gefällt euch so in dem Fall. Gebt immer gerne konstruktive Kritik und Tipps in den Kommentaren. Und ja, bleibt vor allem immer fair. Denkt dran, dass wir keine Profi-Kommentatoren sind. Und angebrachte Kritik nehmen wir aber sehr gerne entgegen. Ansonsten geht's jetzt los mit dem Freitagabendspiel Hoffenheim gegen Köln. Viel Spaß dabei und danke nochmal fürs Reinschalten. Die Länderspielpause ist überstanden. Wir starten am Freitagabend mit der Partie TSG 1899 Hoffenheim gegen den 1. FC Köln. Hoffenheim in den blauen Trikots im ersten Durchgang von links nach rechts mit einem sehr guten Auftakt. Brünn Larsen legt zurück zu Grilic, der Quersammer Seko zu Baumgartner. Paukenschlag nach 6 Minuten. 1:0 für Hoffenheim. Die kalte Dusche für die Geißböcke, die in dieser Saison bis dahin richtig gut auftreten. Hier hatten sie doch ihre argen Probleme. Hoffenheim eine sehr launenhafte Diva, was die Formkurve angeht. Hier aber waren sie richtig frisch. Bebu Kramaric. Das geht viel zu schnell für die Defensive des 1. FC Köln. Von der Strafraumkante ansatzlos dieser Abschluss. Nicht zu halten für Timo Horn. 2:0 nach 45 Minuten, das verdiente Resultat. Köln kam einfach nicht rein in den Ball, den man bislang so kannte in dieser Spielzeit unter Steffen Baumgart. Ähnliches Bild erstmal in Durchgang 2. Kade Rabeck und Brünn Larsen, der hat den Ball im 16-Meter-Raum. Baumgartner zu Bebu, 52. Minute, 3:0. Sollte das jetzt eine richtige Klatsche geben, das wäre doch schon überraschend. Gab dann nach einer knappen Stunde mal eine Standardsituation. Eckball und Sebastian Andersson bringt Köln auf die Anzeigentafel. 3:1 nach 59 Spielminuten. Da kann sich Oliver Baumann strecken. Ist sogar noch dran. Vom Innenpfosten prallt der Ball dann rein. Aber es kam nicht die große Aufholjagd. Hoffenheim moderierte das clever und überlegen weg. Tschichos, Skiri und Andersson da mit dem Fehler. Kramaric, Bebu schnell nach vorne in die Spitze geleitet zu Brünn Larsen. Und auch das nochmal ein sehenswerter Treffer. 64. Minute, das 4:1. Auch der Schlusspunkt in dieser unterhaltsamen Freitagabendpartie. Sicherlich am Ende ein Tor zu hoch. Der 1. FC Köln war nicht so schlecht, wie das Ergebnis es sagt. Aber Hoffenheim war heute die deutlich bessere Mannschaft und holt sich zum Auftakt in den 8. Spieltag verdient die 3 Punkte. Ein ganz herzliches Hallo zur Konferenz am Samstagnachmittag. 8. Spieltag, 5 Partien auf dem Plan. Partie Nummer 1, Dortmund gegen Mainz. Letzte Saison gab es hier ein Unentschieden. Davor die Saison hat der FSV hier in Dortmund gewonnen. Dementsprechend motiviert werden die Mainzer in diese Partie gehen. Dortmund dafür in letzter Zeit mitändern, wenn man das Spiel in Gladbach aussieht mit einer vielleicht Stärkephase. Mal sehen, wie das Spiel in München ausgeht. Vielen Dank, Sascha, für den Moment. Wir geben ab nach Frankfurt. Freiburg und das auch irgendwie unglücklich. Vielleicht heute was in Frankfurt drin, denn es muss bald was passieren. Sonst ist es vielleicht das Ende von Dardai? Fragezeichen. Aber vielleicht ist auch was in Frankfurt drin. Man weiß es ja nicht. 90 Minuten hat man ja Zeit, um das herauszufinden. Und die Frankfurter natürlich mit dem besten Selbstvertrauen, was man haben kann. Und jetzt gleich die Aufstellungen der Eintracht, die natürlich jetzt mit breiter Brust da stehen. Und Dankeschön, Linus, an dieser Stelle Station Nummer 3 mit Niklas. Auf den heiligen Rasen des Stadions. Ja, ein sehr traditionsreiches Stadion, aber darauf werden wir im Verlauf des Spiels sicherlich nochmal, wenn Gelegenheit ist, zurückkommen. Leider nicht ausverkauft, aus ja, bekannten Gründen. Aber wir haben auch anständig Gästefans dabei. Und
Ja, so leer sieht es eigentlich schon gar nicht mehr aus. Danke, Niklas, für den Moment. Wir springen nach Freiburg. Das erste Mal in der Bundesliga jetzt im neuen Stadion. Freiburg gegen Leipzig verfolgt Gregor für euch. Schön. Auswärtstrikot. Sehen wir noch André Silva. Und die Einlaufkids mit dem Freiburg-Trikot. Und auf der anderen Seite mit dem Leipzig-Trikot. Aufstellung von Freiburg. So, und damit noch zur letzten Station. Greuther Fürth empfängt den VfL Bochum. Es ist wirklich höchste Zeit für Greuther Fürth hier, diese drei Punkte einzufahren. Weiterhin die Suche nach dem ersten Heimdreier und das in der zweiten Bundesliga-Saison. Es ist wirklich keine einfache Aufgabe gegen den VfL Bochum, aber die haben auch seit dem zweiten... Wir haben es eilig, weil in Dortmund, der bald schon auf dem Anstoßpunkt liegt, der BVB will anstoßen und das schauen wir uns natürlich an. Da sieht man mal, wie wichtig dieser Mann ist. Nach einer Verletzung direkt in eine Startformation der Dortmunder. Wird auch jetzt den Anschluss ausführen. Wir sind bereit. Dortmund gegen Mainz, 15:30. Es geht los. Direkt zu malen. Bellingham. Haaland nochmal. Versucht direkt mal zu schicken. Der muss nochmal abdrehen. Hat gegen vier Meisterzeiger keine Chance. Brandt. Haaland nochmal. Links ist alles frei für Schulz. Schulz in Gegner zu Guerrero reingerutscht. Malen nochmal. Nein, geklärt von Mainz jetzt Anton Stach. Vielleicht Mainz jetzt mit dem direkten Konter. Burkhardt. Jean-Paul Boetius spielt links raus. Da ist Lukoki. Der eigentliche Verteidiger spielt wahrscheinlich zu weit links raus. Ja, der Ball ist im Aus. Hier gibt's erstmal Einwurf für den BVB. Wir springen nach Frankfurt. Die Hertha zu Gast. Dafür Linus am Start. Und so wieder auf Hauge. Hauge auf Durm und so auf Hauge und natürlich Lammes. Und hier ist Wolo. Also erster Versuch. Es sei denn Lammes und Kostic. Schwolo hätte da überhaupt nicht gut ausgesehen. Erste Chance für die Frankfurter. Nach gerade mal gut. Da wird erstmal noch nichts draus. Wir geben ab nach Berlin. Niklas ist dabei. Gelegenheit für die Wölfe zur Führung. Aber nichts ist. Nichts ist. Da sind schon einige Gästefans aus dem Gästeblock aufgesprungen. So, jetzt haben wir's. Entschuldigung. Tor in Dortmund. In der 9. Minute steht es hier 1:0 für den BVB. Das ging schnell. Daniel Malen endlich in Dortmund angekommen, will man sagen. Nun in den letzten beiden Bundesligaspielen. Zweimal getroffen, in den letzten drei Spielen zweimal getroffen. Einmal in Sporting gegen Augsburg letzte Woche nicht, dafür aber jetzt wieder zwei Tore in drei Spielen. Eine gute Ausbeute für den jungen Niederländer. So, Tor in Dortmund haben wir gesehen. Jetzt geht's weiter in Freiburg mit RB Leipzig und Gregor. Um diesen Ball da wegzukriegen. Kampel, Forsberg, wieder Kampel. An Haidara und Schlotterbeck. Einwurf Leipzig. Und die dominantere Mannschaft in den knapp ersten 10 Minuten ist wie von Anfang an gedacht. RB Leipzig. Tor in Frankfurt. Der Münchner Killer. Mit dem 1:0. Wunderschön. Und traumhaft. Keine Chance für Schwolo. Das 1:0 für die Eintracht. Wunderschön. Erstmal soweit von hier aus Frankfurt. Wir geben nach Fürth. Deutlich besser mittlerweile, was der VfL Bochum hier
macht. Greuther Fürth mit einigen Problemen. Jetzt können sie sich aber mal etwas lösen. Jeremy Duziak in der Zentrale, spielen sich den Ball hin und her. Hrgota geht erstmal wieder auf Nummer sicher. Fegeva mit dem Ball zu Duziak. Tillmann, der hat das Auge für Hrgota. Wird es langsam mal spannend. Segu. Tor in Dortmund. Mit zwei Tore. Daniel Mahl und jetzt Julian Brandt. Er ist auch wieder zum Leben erweckt nach einer schwachen Vorbereitung vor der Saison. Jetzt mit zwei Toren in zwei Spielen. Generell bis jetzt eine sehr starke Saison vom Brand, was in der Vorbereitung hätte man da nicht drauf schießen können. Schöner Volley. Da hätte Robin Sentner vielleicht sogar noch drankommen können. Man sieht aber, er steht nach links verstellt, somit. Da muss ich Mainz jetzt aber wirklich warm anziehen. In Berlin sieht's warm aus, da scheint die Sonne. Gucken wir wieder drauf. Mit den größten Fangemeinschaften, aber das ist jetzt mal der VfL Wolfsburg mit Arnold. Maximilian. 0:1 für den VfL Wolfsburg. Zwei Chancen vergeben. Und jetzt soll er das wieder gut machen. Maximilian Arnold mit dem ersten Treffer hier im Stadion zu halten fürs 3. Treffer hier, Treffer dort. Gehen wir nach Freiburg. Dort warten wir auf den ersten Treffer. Ecke kommt. Gulde kriegt ihn erstmal weg. Nicht gerade gut geklärt. Angelino nochmal zurück auf Haidara. Und Höhler. Passt auf, Grifo. Und dann sind es auch diese Momente. Es muss schnell gehen, aber es geht schnell, aber unbetriese. Forsberg. Und diesmal zählt's zum 0-1. Emil Forsberg steht vor dem Keeper viel zu frei. Die Kamera hat vielleicht noch ein bisschen gelitten. 19. Minute 0-1 Leipzig. Dann waren wir jetzt auch hier erfolgreich. Die Gäste aus Leipzig führen mit 1:0. Weiter geht es in Frankfurt. Ein bisschen enttäuschend, die Möglichkeit. Also jetzt keine Chance, wo man sagen muss, die musste 100% sein. Nein, alles noch im grünen Bereich. Das 1:0 weiterhin berechtigt. Jetzt wieder die Hertha am Ball, jetzt die Frankfurter. Das Witzige ist, als letztes Jahr die Hertha hier zu Gast war, war das erste Spiel für Patadai bei Hertha BSC nach dem Comeback. Und jetzt kommen die Herthaner vielleicht mal nach vorne. Nein, eher nicht. So einfach der Schuss. Frankfurt ist besser. Auf jeden Fall. Hier nochmal das 1:0 durch Lammers. Das Tor ist verdient gewesen. Jetzt die Ecke für Hertha BSC. Und jetzt, wow, das war der erste gute Abschluss und sogar gleich per Kopf. Boyata verpasst. Erste Großchance für die Hertha. Nach gut 20 Minuten. Weiterhin 1:0 hier für die SGE. Springen wir wieder nach Fürth. Dort steht es gegen den VfL Bochum noch 0:0. Weiterhin relativ zerfahren diese Partie. Jetzt aber Greuther Fürth. Langer Ball. Aber abseits, Meierhöfer wohl etwas zu früh gestartet. Schauen wir uns das nochmal an. Kann man als Bundesliga-Außenverteidiger tatsächlich eigentlich auch erkennen,
auch wenn der VfL Bochum das in der Defensive clever macht, muss man sich da besser anstellen. Es hätte durchaus gefährlich sein können und es hätte auch gereicht, eben etwas später loszulaufen. Aber das ist das Risiko, dass man eingeht. Und hier wurde es eben mit Abseits bestraft. Aber auch der VfL Bochum bekommt kein sonderlich konstant gutes Offensivspiel hier auf die Reihe. Es ist ein, ja, bislang 0:0 der vernünftigen Sorte, weil zumindest die Einstellung zu erkennen ist, aber es hapert dann im Endeffekt wohl möglicherweise doch an der Qualität. Hier ist es wieder eine Abseitsposition. Tor in Freiburg. Andres Silva. Und das ging schon wieder so einfach. Und das kann eine Blamage werden. Und was für eine. Forsberg, hier, da schon viel zu frei, hat das Auge auf Silva und der knallt den ja mal in Winkel. Unwiderstehlich Flecken, springt 2 Minuten später erst los, während schon gefühlt Anstoß ist. Aber jetzt ist Anstoß. Und Freiburg liegt 0:2. Freiburg tut sich erstmal schwer im heimischen Stadion. Jetzt gucken wir wieder in Dortmund vorbei. Mainz wird, glaube ich, gerade etwas besser. Und jetzt aber erstmal Tony Burger. Nein, sehr gut gemacht von Gregor Kobel. Aber wie ich es gesehen habe, auch abseits des Mainzers, ja, abseits eindeutig von Johnny Burkhardt, war auch verdächtig, aber der Schiri hat erstmal weiterlaufen lassen. Nun jetzt Freistoß für die Dortmunder, ausgeführt durch Gregor Kobel. Nach einer halben Stunde hier gespielt in Dortmund. Weiter Abschlag. Oh, Widmer. Kopfball. Malen. Witzel. Julian Brandt. Könnte er denn vielleicht direkt durchchecken auf Reus? Tut er nicht. Er läuft auf links. Über den Flügel. Jetzt schnell gemacht der Dortmunder. Dreht doch mal ab. Nico Schulz. Fehlpass. Stach. Johnny Burkhardt. Hat jetzt viele Meter vor sich zum Tor. Aber er versucht's. Er versucht's. Geht über rechts, Johnny Burkhardt. Johnny Burkhardt über rechts. Versucht ihn reinzuflanken, wird nichts. Mats Hummels ist zur Stelle. Noch gut 10 Minuten zu spielen hier in der ersten Halbzeit. Nico Schulz, Julian Brandt. Brandt spielt auf links, auf Haaland. Jetzt mittig, Reus. Bellingham könnte links rausspielen, tut er nicht. Dreht nochmal zu Reus. Brandt. Reus, Brandt. Malen. Widmer. Erstmal danke dafür. Wir geben zurück in die Hauptstadt. Jetzt mal wieder Angriff der Berliner. Also hier geht's echt ab heute. Sehr spannende Begegnung. Kannst du nichts sagen. Und nochmal Gegenangriff. Aber Situation ruhig. Tor in Freiburg. Ist gleich in der Wiederholung. Kuku, da ist so frei, das ist unglaublich. Das darf man nicht. Den darf man da nicht so drin stehen lassen im Strafraum. Wir zählen mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jetzt gerade, ja doch, 7 Freiburger im Strafraum und 2 oder was, nur ein Kuku? Ne, ich glaube, es waren 2 Leipziger und zu 7 gegen 2 muss man, ja, man muss diese 2 Leute decken und so wie der da frei im Strafraum war, da ist das auch keine Kunst. 0:3 und das noch vor der Halbzeit, das wird eine Blamage. Aber jetzt erstmal Handara. Ein Kuku. Es geht wieder in Tor diese Richtung. In Dortmund. Mainzer. Gucken, wie sich das jetzt auf das Spiel beider Mannschaften auswirkt. Das 2:1 durch Johnny Burkhardt, der auch beim Sieg in Dortmund in der Saison 1920 doppelt hier getroffen hat.
Nun das 2:1 für die Mainzer Anschlusstreffer. Vielleicht schöpft Mainz jetzt auch ein bisschen Hoffnung kurz vor der Halbzeit. Jetzt muss Bo Svensson in der Halbzeit nochmal richtig anheizen, die Mainzer. Vielleicht geht dann doch noch hier was im Dortmund. Das Spiel war eigentlich sicher geglaubt nach der 2-0-Führung der Dortmunder. Aber das wackelt jetzt ein bisschen. Jetzt Halbzeit in Dortmund. Sehr interessantes Spiel. Dortmund führt durch die Treffer mit von Brandt und Malen mit 2:1. Burkhardt schießt den Anschluss in der 45. Minute. Sehr unterhaltsames Spiel hier bis jetzt. Wir sehen uns nach der Halbzeit wieder. So, das war's dann auch erstmal mit dem ersten Durchgang. Schauen wir doch mal, was die Halbzeitergebnisse so für uns bereithalten. Fürth Bochum 0:0, Freiburg Leipzig 0:3, Union Wolfsburg 0:1, Frankfurt führt 1:0 gegen Dortmund und gegen Hertha und Dortmund führt 2:1 gegen Mainz. So ist es richtig. Danke fürs Reinschalten und ich würde sagen, viel Spaß bei der zweiten Hälfte. Weiter geht's. Danke fürs Reinschalten. Zweite Hälfte, die Eintracht von rechts nach links in Schwarz. Und natürlich wollen die Frankfurter jetzt nach der Pause nachlegen. Das ist Lames. Und das ist ein toller Pass für Hauke. Lames wieder. Klatsch. Latte. 48. Spielminute. Riesenchance zum 2:0 für die Eintracht. Und jetzt die Hertha, die versuchen es vielleicht mal, aber zu langsam. Frankfurt mit Ndicka schneller am Ball. Riesenchance, Hinterecker jetzt. Der spielt auf Touré. Danke Linus, soweit. Wir geben ab und schauen die ersten Momente in Fürth an, im zweiten Durchgang. Aufregender Riss für den VfL Bochum und Greuther Fürth kommt zum Konter mit Nielsen. Mit der Hacke ist auch ein bisschen kompliziert gemacht. Willems, Duziak, Willems, der hat ja heute Lust. Willems. Tor in Dortmund. Für den BVB, Malen trifft wieder. Jetzt trifft er wie am Fließband. 4 Tore in 3 Spielen. Macht er sehr gut. Pardon. 3 Tore in 4 Spielen. Pardon. Macht er richtig gut. Keine Chance zu zählen. 2 Tore Vorsprung wieder für den BVB. Durch Daniel Malen, der jetzt endlich in Dortmund angekommen ist. Aber jetzt der Wechsel. Pongracic kriegt wieder die Chance, der sich bis jetzt noch nicht beweisen konnte im Rest der Dortmunder. Wieder Ingwarz mit dem Anstoß. Barrero. Boetius. Tor in Frankfurt. Das sind die typischen Hertha-Abläufe. Wenn sie sich vielleicht sortiert haben, kassieren sie das nächste. Und die Eintracht macht es relax dazu. Also keine Chance für Schwolo. Und da macht Lammes seinen Doppelpack zum 2:0 für die Adler. Und das ist schon mal ein hartes Brett. Hertha geht wohl so langsam tatsächlich der Allerwerteste auf Grundeis. Springen wir aber weiter hier wieder rein in die Partie zu Union gegen Wolfsburg. Union heute einfach wirklich am Kämpfen, aber ein Treffer verbleibt bisher. Sehr, sehr ärgerlich. Aber kannst du machen, nix. Gründungsjahr 1966, entstanden aus dem Verein FC Olympia. Ja, nochmal ein bisschen Bildungswertes zum Verein. Übrigens ist das mit den Eisernen auch vom Verein geschützt. Findet sich bekanntlich auch in der Vereinshymne wieder. Knappe Stunde gleich rum. 0:1 weiter hier in Unionstadion in Berlin. Machen wir weiter in Freiburg. Dort ist es ziemlich deutlich. Ist schnell und extrem gut. Kampel raus auf Forsberg. Forsberg Flecken.
ist das gut gespielt von Leipzig. Vor allem auch gut von Forsberg, der da den Abwehrspieler in Gedanken versetzt, dass er das Bein hochheben muss, weil der Ball hochkommt. Wechsel jetzt aber erstmal bei Freiburg. Jung geht, Kübler geht und irgend so ein anderer kam. Jetzt aber erstmal Leimer kommt für Haidara. Ecke kommt von Angelino. Höfler erstmal weg. Soloi. Leimer. Soloi, der Ungar, hat natürlich auch bei der EM gegen Deutschland gespielt. Lienhardt führt diesen Freistoß aus. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, warum. Ich glaube wegen Offensivfoul. Aber hier kommt jetzt nochmal ein Wechsel von Freiburg. Höfler geht und Habener, was glaube ich, kommt. Kampel geht bei Leipzig und Moriba kommt. Also Nick Viergefer mit dem 1:0 für die Spielvereinigung. Was für ein Tor. 63. Spielminute. Bochum bekommt den Eckball nicht geklärt. Und soll diese Nummer 24 wirklich Innenverteidiger sein, zeigt er hier nicht. Wunderbarer, perfekter Abschluss. Riemann streckt sich, kommt aber einfach nicht an den Ball ran. Der VfL Bochum muss jetzt einiges drauflegen. Das war bislang keine überzeugende zweite Halbzeit in den ersten 20 gespielten Minuten. Das ist es wahrscheinlich gewesen, die Entscheidung in Frankfurt. Boré macht das souverän. Keine Chance für Schwollo, das sehen wir jetzt hier. Steht er auch etwas zu weit draußen. Hätte er hinter der Linie gestanden, hätte er vielleicht früher reagieren können. Aber so oder nicht. 13-0. Hier, denke ich mal, ist es gelaufen für die Hertha. Das dürfte hier dann wohl die Entscheidung gewesen sein. In Dortmund ist es etwas knapper, aber sind auch noch 25 Minuten zu spielen. Zwischen Robin Haag auch sehr gut heute. Lokoki kommt nicht dran, da ist Emre Can. Abgepfiffen des Schiedsrichters. Noch gut 20 Minuten für die Mainzer, plus Nachspielzeit vielleicht eine halbe Stunde. Für zwei Tore. Wer weiß. Lässt sich jetzt Zeit der Mainzer relativ, vielleicht auch undurchdacht am Ende, wenn man sich jetzt hier versucht Zeit rauszuholen. Das bringt ja auch den Mainzer bei einem 3:1 relativ wenig. Witzel. Malen. Brand. Nochmal malen. Brand geht jetzt zwischen Barrero. Nia KT. Barrero Martins dreht nochmal ab. Uiuiuiui. Ein Riesenfehler von dem Freiburger. Ich weiß nicht genau, wer es war. Ja, und Silva hat die Übersicht. Mit der Hacke, um vielleicht noch die Vorlage des Monats zu bekommen. Ging aber auch anders, aber ein Kunku haut den da an Flecken vorbei. Tor in Frankfurt. Die Tür wieder ein bisschen geöffnet. Wow, Plattenhardt mit einem Strahl und einem Standardtor. Wunderschön. Wunderschön. 3:1. Nur noch für die Eintracht. Keine Chance für Trapp. Der ist jetzt geschlagen. Hundertprozentig, aber die... Ein wunderschöner Treffer. Schauen wir mal, ob es nochmal spannend wird. Ist es auf jeden Fall in Berlin. Vom Ergebnis jedenfalls. Aber an für sich sind die Fans trotzdem immer gut drauf. Und supporten ihren Verein, wo es geht. Auch mit netten kleinen Halbzeitspielen. Dazu aber vielleicht ein anderes Mal mehr. Tor in Dortmund. Burkhardt mit dem Doppelpack. Dortmund anscheinend eine Art Lieblingsgegner für den jungen Mainzer. Johnny Burkhardt macht sein zweites Tor hier
gegen den BVB, das insgesamt das vierte in seiner Karriere. Aber da darf Burkhardt nicht so freischen. Da sind die Lücken zwischen Schulz und Pongracic, die dürfen da nicht so weit sein, die Lücken. Die müssen da viel enger verteidigen, sonst Burkhardt ein Stürmer mit höherer Klasse, sonst macht er den natürlich auch. Und jetzt wird es hier nochmal richtig spannend in Dortmund. 2:3 steht es hier. Und Mainz hat noch gut eine Viertelstunde Zeit, um das Ergebnis hier zu ihren Gunsten noch zu verändern. Nur noch 3:2, also in Dortmund gehen wir zurück nach Berlin. Kommt Union nochmal zurück gegen den VfL Wolfsburg. Die Zeit wird langsam knapp. So, der VfL jetzt auch mal mit dem zweiten Wechsel. Auch da können gut frische Spieler her. Ja, ungefähr 10 Minuten halten wir sicherlich noch aus auf dieser, ja doch bislang, Bildungsexkursion aus. Ja. Aber jetzt soweit die nächste Gelegenheit für die Wölfe. Also es spielt sich doch schon viel im Strafraum ab, aber Tore bislang kaum gefallen. Das ist bislang ein 1-0, ein bisschen zu wenig für diese Chancen, die wir hier heute sehen durften. 10 Minuten noch etwa zu spielen. Wolfsburg hat scheinbar viel im Griff momentan. Weiter geht's in Fürth. Der VfL Bochum jetzt wirklich mit einigen Männern vorne. Ex-Bischai, Lucia mit dem Lupfer, geht gut gerade noch. Polter, Osterhage und Asano! Asano mit dem Tor! 82. Minute! 1:1, VfL Bochum. 10 Minuten waren die Kleeblätter davon entfernt, den ersten Bundesligasieg einzufahren. In der heimischen Arena im Sportpark Hohenhof. Der Innenpfosten und der Schuss von Asano in Kombination haben etwas dagegen. Kalte Dusche. Fürth hat es verpasst, das Ding hier zuzumachen. Die Chancen von Willems vor allem. Könnte eng werden mit dem ersten Sieg für Greuther Fürth in dieser Saison. Schauen wir nochmal nach Freiburg. Da ist es aber schon lange gelaufen. Unku Flecken. Also auch ein paar gute Szenen heute von Flecken dabei. 5 Minuten haben wir noch. Ich glaube, Freiburg freut sich, wenn dieses Spiel zu Ende ist. Wenn es jetzt nur noch 5 Minuten gibt. Bei 5 Minuten, 4-5 Tore, das ist unmöglich. Also, jetzt nicht vielleicht unmöglich, aber gegen Leipzig schon. Soloy erstmal weg. Moriba, Angelino, Gulde, erstmal ein Seitenaus, Einwurf für Leipzig. Angelino führt aus, Moriba, Forsberg. Immer noch Forsberg, Schlotterbeck erstmal, Moriba. Gulde, Silva, Forsberg, Lehnhardt. Es wäre das 5:0 gewesen, denke ich. Oder wo hat er hingeschossen? Geschossen natürlich, sorry. Ja, höchstwahrscheinlich hätte ihn Flecken Tor gehabt. Tor in Dortmund. Mainz gleicht aus in der 88. Spielminute. Das gibt es gar nicht. Das ist der absolute Wahnsinn. Mainz gleicht in der 88. Minute aus. Was ein Nackenschlag für die Dortmunder. Mit dem Ergebnis kann man nicht direkt an die Tabellenspitze springen. Man muss sowieso auf ein Unentschieden zwischen Leverkusen und den Bayern hoffen. Damit die Mannschaft nicht allzu weit wegziehen. Sehr gut gemacht von Karim Onisivo. Er ähnelt dem Tor von Karim Benzema gegen die Spanier im Nations League Finale.
Aber jetzt nochmal gucken, kann eine Mannschaft vielleicht in den letzten, ich würde schätzen, 5 Minuten plus Nachspielzeit vielleicht nochmal den Siegtreffer erzielen? Renier mit dem Anstoß. Julian Brandt, Erling Haaland. Dortmund anscheinend jetzt eher ruhig, anscheinend mit dem 3:3 zufrieden. 90. Minute, die Nachspielzeit sehe ich von hier nicht 3 Minuten. Wie kommen wir prognostiziert 3 Minuten, jetzt noch Zeit für den BVB. 91. Minute, Renier nochmal, Renier, Schulz. Malen mit der Flanke, die wird abgefangen von Bell. Aber Burkhardt kann nochmal rausspielen. Jetzt vielleicht auch das 4:3 für die Mainzer, aber da ist kein Stürmer, der angespielt werden kann. Ab Nachspielzeit auch jetzt schon vorbei. Wird er und der Schiedsrichter pfeift ab. Ein sehr unterhaltsames Spiel hier in Dortmund. Was für ein Paukenschlag. Es endet in Dortmund mit 3:3. Union gegen Wolfsburg als einzige Partie läuft noch. Nochmal die letzten Atemzüge. Können wir, beziehungsweise nicht wir, aber kann der Schiedsrichter Schluss machen? Und das macht er. 1:0 verlor Union gegen den VfL Wolfsburg. Ich hoffe, Ihnen hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, Sie konnten ordentlich was lernen in dieser Begegnung. Und wir melden uns vielleicht bald wieder und geben jetzt erstmal ab. Zurück ins Studio hier aus der Alten Försterei. Schönen Tag noch. Ja, das war's dann aus der Konferenz. Jetzt nochmal alle Tore in der Schnellzusammenfassung. Also bleiben Sie am Ball. Greuther Fürth müsste irgendwann mal anfangen, Punkte zu holen. Und gegen Mitaufsteiger VfL Bochum sind das eigentlich Pflichtaufgaben, Pflichtpunkte, die man holen muss im Heimstadion. Man wartet weiterhin auf den ersten Heimsieg. Der VfL Bochum aber muss eben auch mal wieder ein Spiel gewinnen. Die warten seit dem zweiten Spieltag auf einen Dreier und hier war es dann das erwartete Spiel auf Augenhöhe. Jetro Willems, der Linksverteidiger, mal mit einem Abschuss aus der zweiten Reihe. Nicht so schlecht, aber auch nicht brutal gefährlich. VfL Bochum vor der Pause dann aber auch nochmal vorstellig. Takuma Asano. Da muss sich Funk auszeichnen in der 37. Minute. Funk, der jetzt mittlerweile an Burchard vorbeigezogen ist, hatte das auch durchaus zurückgeben können, dieses Vertrauen beim Spiel gegen den 1. FC Köln, das man als Kleeblatt aber trotzdem mit 3:1 verloren hatte. 0:0 nach 45 Minuten, ein torloses Remis der besseren Sorte. Im zweiten Durchgang wurde es dann auch weiterhin sehr unterhaltsam. Wieder Willems. Diesmal Riemann mit der Parade. 61. Spielminute. Also Willems hatte richtig Lust, hier einen Treffer zu erzielen. War auch ein bisschen so die Richtung des Kleeblatts an diesem Samstagnachmittag. Und wieder Greuther Fürth. Nielsen, Viergäfer. Was für ein Tor. 63. Minute und das soll ein Innenverteidiger sein. Der Schuss sagt was anderes. In der Folge verpasst aber Greuther Fürth das Spiel zuzumachen. Bochum weiter im Spiel. Osterhage sieht Asano. Und so bitter kann Fußball sein. Greuther Fürth knapp vorbei am ersten Heimsieg in der Bundesliga-Geschichte. Bochum spuckt in die Suppe, holt sich einen Punkt ab. So richtig zufrieden werden mit diesem Resultat, aber beide nicht sein können. So, meine lieben Freunde, heute steht an Freiburg gegen den RB Leipzig. Und die dominantere Mannschaft in den knapp ersten 10 Minuten ist wie von Anfang an gedacht RB Leipzig. Nkuku, Adams, Haidara, Kampel, Forsberg! 0:1 glaubt man. Abseits von Forsberg. Und wir gucken drauf, ja, deutlich im Abseits. Und dann sind es auch diese Momente. Es muss schnell gehen, aber es geht schnell, aber Unbetriese, Forsberg. Und diesmal zählt's zum 0:1. Emil Forsberg steht vor dem Keeper viel zu frei. Die Kamera hat... Haidara, Silva, Forsberg.
Gampel. Haidara nochmal. Forsberg. Silber. 0:2. 0:2. Andres Silber. Und das ging schon wieder so einfach. Und das kann eine Blamage werden. Und was für eine. Forsberg, hier, da schon viel zu frei. Hat das Auge auf Silber und der knallt den ja mal in Winkel. Unwiderstehlich Flecken. Springt 2 Minuten später erst los, während schon gefühlt Anstoß ist. Immer noch Günther, Höhler, Jüng, Gulaschi. Torwart-Eck muss man zuhaben. Auch gegen 3. Jetzt sind schon wesentlich mehr Freiburger dort. Aber sie kriegen es nicht unter Kontrolle. 0:3. Keine Worte. Keine Worte. Wie schlecht das auch verteidigt ist. Gleich in der Wiederholung. Kuku. Da ist so frei. Das ist unglaublich. Das darf man nicht. Den darf man da nicht so drin stehen lassen im Strafraum. Wir zählen mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jetzt gerade, ja doch, 7 Freiburger im Strafraum und 2 oder was nur ein Kuku? Ne, ich glaube, wir haben 2 Leipziger und zu 7 gegen 2 muss man. Deswegen steht es jetzt 3:0 zur Halbzeit. Im Gegenzug jetzt Höfler. Grifo, Orban, passt auf, Kampel. Adams, Haidara und Leipzig macht es schnell und extrem gut. Kampel raus auf Forsberg. Forsberg, Flecken. Ist das gut gespielt von Leipzig? Passt auf, eigentlich hier an Stürmer, wenn ich mich nicht täusche. Aber jetzt Silva und ein Kunku. Entscheidung zum 0:4. Uiuiuiui. Ein Riesenfehler von dem Freiburger. Ich weiß nicht genau, wer es war. Ja, und Silva hat die Übersicht mit der Hacke, um vielleicht noch die Vorlage des Monats zu bekommen. Ging aber auch anders, aber ein Kunku haut den da an Flecken vorbei. 4:0 Entscheidung. Silva kann schießen, nochmal zurück, ein Kunku Flecken. Also auch ein paar gute Szenen heute von Flecken dabei. 5 Minuten haben wir noch. Ich glaube, Freiburg freut sich. Und nochmal die Übersicht. 4:0. Wir begrüßen Sie live aus Berlin-Köpenick zur Begegnung Union Berlin gegen den VfL Wolfsburg hier im Stadion zur alten Försterei. Ganz normal für die Wölfe weiter. Waren immer sehr im Mittelfeld positioniert und schon wieder die Wölfe. Ist das Ding wieder nicht drin? Zweite direkte Chance. Und wieder kein Tor für den VfL Wolfsburg. Größten Fangemeinschaften, aber das ist jetzt mal der VfL Wolfsburg mit Arnold Maximilian. 0:1 für den VfL Wolfsburg, 2 Chancen vergeben und jetzt soll er das wieder gut machen. Maximilian Arnold mit dem ersten Treffer hier im Stadion zur alten Försterei. Aber darum soll es nicht gehen. Wir sind in Berlin, die jetzt auch gerade einen Gegenangriff starten wollen und damit auch sehr gut durchkommen. Das könnte es jetzt sein, aber das ist kein Treffer. Es hätte 1:1 stehen können,
aber nichts ist. Ich hoffe bei den... Oh, und schon wieder ein Angriff von Wolfsburg. Kein Treffer. Weiter 0:1 Situation steht. Und wir verabschieden uns aus der Halbzeitpause hier in Köpenick. Und jetzt schon wieder eine... Aber wieder kein Tor für den VfL Wolfsburg. Ja, das könnte scharf gehen jetzt. Geht's auch. Geht's auch. Aber wieder kein Treffer. Union heute einfach wirklich am Kämpfen, aber ein Treffer verbleibt bisher. Sehr, sehr ärgerlich. Aber jetzt soweit die nächste Gelegenheit für die Wölfe. Also es spielt sich doch schon viel im Strafraum ab, aber Tore bislang kaum gefallen. Das ist... Ja, jetzt mal wieder Union. Mit einer Gelegenheit. Wir melden uns vielleicht bald wieder und geben jetzt erstmal ab. Zurück ins Studio hier aus der Alten Försterei. Schönen Tag noch. Frankfurt empfängt Hertha im Deutsche Bank Park und die Frankfurter nach dem letzten Spieltag, wo sie 2:1 in München gewonnen haben, haushoch favorisiert im eigenen Stadion. Und der auf Hauge souverän und das ist schön, es ist Lammers und 1:0. Frankfurt führt. Der Münchner Killer. Mit dem 1:0. Wunderschön. Und traumhaft. Keine Chance für Schwolo. Das 1:0 für die Eintracht. Wunderschön. Und jetzt? Wow, das war der erste gute Abschluss und sogar gleich per Kopf. Boyata verpasst. Erste Großchance für die Hertha. Gute Mannschaft geworden und haben sich gut entwickelt in den letzten Jahren. Das ist Serda auf Selke. Trapp macht die Floss. Da hat der Frankfurt auch mal Glück gehabt, wie eben kurz vor der Pause das. Und dann Boyata mit der Chance per Kopf. Also 1:0 für die Adler zur Pause. Aber die Frankfurter bleiben dran, das ist Durm. Schöner Pass auf Lammers. 2:0. Das sind die typischen Hertha-Abläufe. Wenn sie sich vielleicht sortiert haben, kassieren sie das nächste und die Eintracht macht es relax dazu, also keine Chance für Schwolo. Und da macht Lammers seinen Doppelpack zum 2:0 für die Adler. Und das ist schon mal ein hartes Brett. Ein sehr hartes Brett. Jetzt als Ziel aufmachen und nach vorne gehen und mehr Risiko eingehen. Das ist Tugat. Naja, den kannst du schlechter machen. Eine Szene, die kannst du dir auch noch machen. Das ist Boré. Verplempert und verstolpert die Chance. Hauge wieder. Boré. 3:0. Das ist es wahrscheinlich gewesen, die Entscheidung in Frankfurt.
Boré macht das souverän. Keine Chance für Schwollow. Das sehen wir jetzt hier. Steht er auch etwas zu weit draußen. Hätte er hinter der Linie gestanden, hätte er vielleicht früher reagieren können. Aber so oder nicht. 13-0. Hier, denke ich mal, ist es gelaufen für die Hat. 69. 1-3 aus der Tadersicht. Oder 3-1. Die Tür wieder ein bisschen geöffnet. Wow, Plattenhardt mit einem Strahl und einem Standardtor. Wunderschön. Wunderschön. 3-1. Nur noch für die Eintracht. Keine Chance für Trapp. Der ist jetzt geschlagen. Hundertprozentig. Aber dieses Tor haben sich die Hertaner auch irgendwann. Piontek, sorry. Und Piontek nochmal. Richtig schön nach vorne. Trapp hält den Sieg. Das ist es dann, der Knockout für die Hertaner. Es wird nochmal Ecke geben, aber dann ist Schluss in Frankfurt. Dann ein Glückwunsch an den Sieg der Eintracht. Verdient Feierlaune bei den Fans. Und ja, von mir aus dem Studio hier, Arrivederci. Endlich wieder Bundesliga. Das werden sich auch die 81.000 Menschen mit mir im Signal Iduna Park nach der Länderspielpause denken. Jetzt Schulz auf die linke Seite. Gute Seitenverlagerung von der Mitte nach links. Bellingham am Strafraumrand. Da ist nochmal Witze. Marco Reus. Thomas Malto! Durch Daniel Mahlen. Das ging schnell in der 9. Minute. Steht hier 1-0 für den BVB. Das ging schnell. Daniel Mahlen endlich in Dortmund angekommen, will man sagen. Nun in den letzten beiden Bundesligaspielen zweimal getroffen. In den letzten drei Spielen zusammen getroffen. Einmal in Sporting gegen Augsburg letzte Woche nicht dafür, aber jetzt wieder 2 Tore in 3 Spielen. Eine gute Ausbeute für den jungen niederländischen Stürmer, der hier Reus nochmal vorne zurück. Doppelpass jetzt. Haaland, Reus, Brandt, Mahlen, Brandt, Tor! Der Doppelschlag. Innerhalb von 5 Minuten schießt der BVB 2 Tore. Daniel Mahlen, jetzt Julian Brandt, er ist auch wieder zum Leben erweckt nach einer schwachen Vorbereitung vor der Saison. Jetzt mit 2 Toren in 2 Spielen. Generell bis jetzt eine sehr starke Saison von Brandt, was in der Vorbereitung hätte man da nicht drauf schießen können. Schöner Volley. Da hätte Robin Sentner vielleicht sogar noch drankommen können. Man sieht aber, er steht nach links verstellt, somit gegen die Laufrichtung des Torwarts. Das macht Julian. Akadi muss nachrücken. Da ist Ingwarzen. Johnny Burkhardt gehalten, Kobel. Sehr schwer. Sieht gar nicht so schwer aus. Aber im zweiten Blick sieht man, dass der sehr schwer rauszuholen war für Kobel. Der kommt sehr cooler. Johnny Burkhardt Schulz dazwischen. Aber Burkhardt kann den Ball behaupten. Burkhardt spielt nochmal rechts raus. Barrero Martins. Boetius, Jumper muss jetzt sagen, Johnny Burkhardt und das Tor in der 45. Spielminute. Johnny Burkhardt mit dem Anschlusstreffer für die Mainzer. Gucken, wie sich das jetzt auf das Spiel beider Mannschaften auswirkt. Das 2-1 durch Johnny Burkhardt, der auch beim Sieg in Dortmund in der Saison 1920 doppelt hier getroffen hat. Nun das 2-1 für die Mainzer Anschlusstreffer. Vielleicht schöpft Mainz jetzt auch ein bisschen Hoffnung kurz vor der Halbzeit. Jetzt muss Bo Svensson in der Halbzeit nochmal richtig anheizen, die Mainzer. Vielleicht geht dann doch noch hier was im Dort. Sehr unterhaltsames Spiel hier bis jetzt. Wir sehen uns nach der Halbzeit wieder. Burkhardt. Das letzte Spiel der beiden Mannschaften war ja das Spiel, was Dortmund letztendlich... Aber das nochmal ganz kurz. Mal Tor! 52. Spielminute. Jetzt wieder die 2 Tore Vorsprung. Für den BVB, Mahlen trifft wieder, jetzt trifft er wie am Fließband. 4 Tore in 3 Spielen. Macht er sehr gut. Pardon, 3 Tore in 4 Spielen. Pardon. Macht er richtig gut. Keine Chance zu zählen. 2 Tore Vorsprung wieder für den BVB. Barrero Martins, der Niederländer. Da Anton Stach
Spielen zurück. Johnny Burkhardt. Da ist Boetius. Übers Tor. Aber schön gemacht. Das meinte, da fehlt nicht viel. Na, doch schon. Mal. Bell. Spielen durch. Burkhardt. Auch sehr gut. Gefällt mir auch sehr gut heute. Johnny Burkhardt. Onisivo. Burkhardt. Tor. Aber auch sehr abseitsverdächtig. Aber anscheinend das Tor zählt. Burkhardt mit dem Doppelpack. Dortmund anscheinend eine Art Lieblingsgegner für den jungen Mainzer. Johnny Burkhardt macht sein zweites Tor hier gegen den BVB. Das insgesamt das vierte in seiner Karriere. Aber da darf Burkhardt nicht so freischen. Da sind die Lücken zwischen Schulz und Pongracic. Die dürfen da nicht so weit sein, die Lücken. Die müssen da viel enger verteidigen. Sonst Burkhardt ein Stürmer mit höherer Klasse. Sonst macht er den natürlich auch. Und jetzt muss man gucken, ob die 15 Euro Kaufoption sich lohnen dann am Ende. Daniel Malen, Julian Brandt, Zentner mit einer Klasseparade. Sehr gut gemacht. Von Dortmunder, der auch immer aktiver wird in der Saison. Vielleicht kann er sich ja doch nochmal festbeißen in der Startelf der Schwarz-Gelben. Das würde man ihm gönnen. Hat nur noch einen Verteidiger vor sich. Den kann er nicht umkurven, aber das ist nochmal Lise Jung. Aber Brandt gut gemacht zu Kurbel zurück. Boetius aber nochmal. Jetzt nochmal eine Angriffswelle der Mainzer. Boetius, Stöger, Lise Jung und Isivo. Das 3:3! Das ist der Wahnsinn hier! Mainz gleicht aus in der 88. Spielminute. Das gibt es gar nicht. Das ist der absolute Wahnsinn. Mainz gleicht in der 88. Minute aus. Was ein Nackenschlag für die Dortmunder. Mit dem Ergebnis kann man nicht direkt an die Tabellenspitze springen. Man muss sowieso auf ein Unentschieden zwischen Leverkusen und den Bayern hoffen. Damit die Mannschaft nicht allzu weit wegziehen. Sehr gut gemacht von Karim Onisivo. Er ähnelt dem das Endergebnis hier 3:3. Topspiel am Samstagabend, Borussia Mönchengladbach gegen den VfB Stuttgart. Die Schwaben zuletzt mal wieder siegreich. Gladbach ebenfalls auf einem aufsteigenden Ast. 2 Siege in Folge gegen Wolfsburg und gegen Dortmund vor der Länderspielpause. Auch hier mit dem Superstart Embolo. 4 Minuten hat es nicht einmal gedauert und der Ball schlägt das erste Mal ein. Florian Müller aus kürzester Distanz geschlagen. Der super Auftakt für die Fohlenelf. Der VfB Stuttgart in der Defensive mal wieder anfällig. Hat man schon ein ums andere Mal gesehen in dieser Saison. Und Gladbach machte gut weiter. Viertelstunde. Embolo heute in der Spitze wieder aufgestellt. Trifft nur das Außennetz. Und vor der Pause ein weiteres Mal die Gastgeber. Elvedi zu Kone. Müller mit der Parade. Kone setzt nach. Dann das Foul. Müller verhinderte, dass es hier mit dem Ergebnis noch schlimmer wurde vor dem Pausenpfiff. Viertelstunde ging es dann in die Kabine. Stuttgart konnte sich nochmal erholen, aber das brachten sie dann nicht aufs Feld. Stindl raus zu Netz. Der zieht in den Strafraum ein. Netz zu Stindl mit der Hacke zu Kone und Hofmann prüft ein weiteres Mal den Stuttgarter Schlussmann. 58. Spielminute. Es hätte schon durchaus höher stehen können, gar müssen. Dass sich sowas manchmal rächt, das ist sicherlich auch Adi Hütter bekannt. Aber der VfB Stuttgart nach vorne schlicht und ergreifend zu harmlos. Weiterhin nur Gladbach, Hofmann, Lars, Stindl, Kone. Embolo im Zusammenspiel, wieder Hofmann. Dass es hier nur 1:0 stand, konnte man sich eigentlich kaum erklären. Aber diese Glanzparaden, sie zeigten dann, wieso das der Fall war. Weiter Gladbach. Hofmann, Stindl und jetzt hatten sie es. 2:0, 76. Minute. Die Entscheidung in dieser Partie, kein großes Aufbäumen mehr, vollkommen
In Ordnung. Diese 3 Punkte, 2:0 auch in der Höhe verdient, wäre auch noch mehr drin gewesen. Aber mit diesen 3 Punkten starten die Gladbacher gut nach der Länderspielpause. Leverkusen hatte auch in der letzten Saison einen sehr guten Lauf. Dann kam das Heimspiel gegen die Bayern und sie knickten ein. Sollte das dieses Jahr genauso sein, diesmal aber Leverkusen nicht als Tabellenführer in diese Partie gegangen und sie spielten auch mit etwas weniger Druck. Adli legt zu Patrick, Schick, der kommt irgendwie durch. Upamecano fälscht den noch gefährlich ab. Sowas produziert dann auch gut und gerne mal ein Eigentor, aber mit der Fußspitze kriegt er den irgendwie über den Querbalken. Die erste Hälfte gehörte aber Leverkusen. Florian Wirtz, Mann der Stunde bei Bayer 04. Florian Wirtz nochmal raus zu Adli, der hat da sehr viel Platz. Sieht Patrick Schick und wieder Upamecano, der sich da reinhaut und das Schlimmere verhindert. Mit der Fußspitze zum zweiten Mal erfolgreich. Der anschließende Eckstoß von der rechten Seite. Kerem Demirbay legt sich den Ball zurecht, blickt einmal in die Mitte und da steht Kusunu. Leverkusen schaffte es aber nicht, den Ball ins Tor hineinzubringen. So ging es mit dem 0:0 in die Pause. Lewandowski und Co. doch arg abgemeldet im ersten Durchgang. Das sollte sich nun ändern. Bayern kam auch besser raus. Davis, Sané zu Thomas Müller. Kimmich per Hacke, Lewandowski, Müller mit dem Querbalken im Rücken macht er das 0:1. 65. Minute, volle Wucht, einfach draufgehalten, wird belohnt, 0:1. Leverkusen machte aber weiterhin ein gutes Spiel. Schick, Demirbay, Schick! Manuel Neuer in der 70. Minute. Starke Drehung, tolle Ballmitnahme. Neuer mit der linken Hand zur Ecke. Aus der resultierte nichts, aber wir haben auf der anderen Seite nochmal eine Standardsituation. 75. Minute. Kimmich lupft den da so rein und Süle steigt am höchsten und macht das 0:2. 75. Minute, setzt sich gegen Patrick Schick im Kopfballduell durch. Radetzky kann sich strecken, wie er will. Der schlägt dann perfekt einem langen Eck. Und so endet diese Partie mit 0:2. Leverkusen hätte einfach die Möglichkeiten nutzen müssen. So bleibt es am Ende beim 0:2 und Bayern holt sich die Punkte. Zum Abschluss des 8. Spieltags treffen der FC Augsburg und Arminia Bielefeld aufeinander. Ein Kellerduell, Platz 15 gegen Platz 16. Augsburg, gute Anfangsphase, 5. Minute. Sekiri mit dem Abschluss. Ortega muss da eine Glanzparade auspacken. Also dieser Torwart, der hat Bielefeld wirklich schon viele Punkte gerettet, da kann man sich ziemlich sicher sein. Auch in dieser Situation mal wieder ein Mann der Tat. Etwas mehr als 10 Minuten gespielt, dann auch mal was von den Gästen. Klos zu Robin Hack, Gierkiewicz, im Nachfassen hat er den Ball dann sicher. Nicht so einfach zu halten, geht auf Nummer sicher, lässt ihn einmal abprallen. Dann setzt aber kein Bielefelder nach und Gierkiewicz holt sich den Ball. Knapp 10 Minuten noch bis zum Seitenwechsel. Arminia Bielefeld machte es nun deutlich besser. Schöpf! Aber das ist das Manko. Der muss einfach sitzen. Auch wenn Gikiewicz wieder stark reagiert. Hier muss es nach 45 Minuten eigentlich 1:0 für die Gäste stehen. Der FC Augsburg machte kein wirklich gutes Spiel, aber war dann doch im zweiten Durchgang relativ clever. Schöpf, Brunner mit dem Fehler, Caligiuri, André Hahn abgefälscht. Das kann doch nicht sein. 65. Minute, 1:0 für die Fuggerstädter. Es könnte nicht bitterer passieren. Der wäre sowas von zentral auf den Kasten gekommen. Ortega somit aber dann vollkommen machtlos.
Bielefeld wirkte doch leicht irritiert dann von diesem Gegentreffer, sodass Sekiri in der 78. Minute das 2:0 erzielen konnte und damit auch das Endergebnis auf die Tafel brachte. Es blieb eben bei diesem 2:0. Bielefeld hätte sich eigentlich was verdient gehabt, aber sie schafften es nicht, den Ball über die Linie zu bringen. Jo, das soll es dann wieder mit dieser Prognose gewesen sein. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten bedanke ich mich wie immer ganz herzlich bei euch fürs Zuhören oder Zuschauen. Bleibt auf jeden Fall gesund. Bis dahin, macht's gut, adios und haut rein.